Hallo ihr Lieben, heute gibt es von mir wieder ein neues Video und dieses Mal, wie ihr vielleicht schon im Titel sehen könnt, geht es um mein neues Planersystem und auch um das Setup für mein neues Bullet Journal. Und zwar hatte ich ja bis jetzt immer meinen A6 Leuchtturm, weil ich das besser mitnehmen konnte und hatte das auch in einem Traveler's Notebook. Jetzt habe ich mich aber dazu entschieden, ein A5 zu probieren, weil ich einfach die ganze Zeit schon immer ein bisschen mehr Platz mir gewünscht habe und halt auch gerne einfach andere Spreads ausprobieren wollte, die halt in einem A6 nicht so toll waren. Deswegen habe ich mir jetzt ein A5 gekauft. Mein Problem war jetzt, dass ich ein A5 eh schon nicht wirklich so gut mitnehmen kann wie ein A6, weil es so groß ist. Und wenn ich das dann auch noch in einem Traveler's Notebook hätte, wäre das ziemlich schlecht. Und deswegen habe ich überlegt, was von meinem Traveler's Notebook brauche ich wirklich immer dabei und wie mache ich das und hin und her. Und habe jetzt, glaube ich, ein relativ gutes System gefunden. Und jetzt habe ich diese drei Bücher. Das erste ist mein Bullet Journal. Da hat sich eigentlich nichts dran geändert. Natürlich hat sich mein Setup geändert und so, das zeige ich euch jetzt auch nachher. Aber so wie vorher auch schon mein Leuchtturm war, mein Bullet Journal ist es jetzt auch einfach mein Bullet Journal. Das Einzige, was ein bisschen unterschiedlich ist, ich hatte in meinem Traveler's Notebook noch ein Insert nur für Collections, weil ich die nicht ständig in meinem Bullet Journal haben wollte und ständig die neu übertragen wollte in ein neues Bullet Journal, weil es halt Collections waren, die teilweise längerfristig sind. Da habe ich jetzt gut überlegt und bin eigentlich drauf gekommen, die meisten Collections sind zwar längerfristig, ändern sich aber doch manchmal, wie zum Beispiel meine Master-Einkaufsliste oder auch mein Putzplan. Das sind zwar alles Sachen, die ich eigentlich immer wieder von jedem Bullet Journal ins nächste übertragen werde, aber vielleicht ändern sich halt doch so ein paar kleine Sachen und deswegen ist es gar nicht so schlimm, wenn ich die jedes Mal neu schreiben muss. Es gibt ein paar Sachen, die ich nicht hier rein habe, wo ich gut überlegt habe, was mache ich damit, weil ich halt eben kein neues Collections Insert oder irgendwas haben wollte, weil da ja eh nicht viel drin war. Und das eine war zum Beispiel, dass ihr mal ungefähr wisst, worum es geht. Ich hatte eine Collection, eine Liste für Sachen, die man für die Steuererklärung braucht. Ja, und das finde ich sinnlos, die jedes Mal neu in mein Bullet Journal zu schreiben, weil da wird sich nichts dran ändern. Vielleicht kommt noch was dazu, wenn mir irgendwas Neues einfällt oder so. Aber das ist irgendwie sinnlos, die jedes Mal mitzunehmen, vor allem, weil ich die ja auch nur einmal im Jahr brauche. Da habe ich zum Beispiel die Lösung gefunden, dass ich die bei meinen Unterlagen habe, ja, weil da brauche ich sie ja. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht untergebracht habe, ist meine Packliste, weil die möchte ich auch nicht jedes Mal in mein Bullet Journal übertragen, weil ich die auch nur selten brauche und es sind halt schon ein paar Seiten. Und sogar hier im Großen wäre es vielleicht nur ein Spread, aber trotzdem, es nimmt ziemlich viel Zeit weg, Platz weg, Entschuldigung. Und da habe ich halt irgendwie noch keine Lösung gefunden, weil wie gesagt, ich habe kein Collection Insert, ich habe auch alle meine Collections irgendwo untergebracht, bis auf eben meine Packliste. Wenn ihr da Ideen habt, wo ich die hinpacken könnte, sagt mir Bescheid. Bis jetzt ist die halt einfach noch in meinem alten Collections Insert und ich überlege noch, wo ich mir die dann hinschreibe. Dann hatte ich mein Video Insert und mein Bookish Insert. Die beiden habe ich vereint und das ist jetzt hier in diesem Buch drin. Da werde ich auch noch mal ein extra Video machen, um euch das zu zeigen, weil die beiden Sachen hängen ja eigentlich zusammen, weil ich ja Videos über Bücher hauptsächlich mache, natürlich auch ein bisschen über Bullet Journaling, aber trotzdem habe ich gedacht, das kann ich gut vereinen und das habe ich jetzt hier drin. Und dadurch habe ich eigentlich alles, was in meinem Traveler's Notebook war, in diesen beiden Büchern eigentlich drin, bis halt auf meine Packliste. Und das ist eigentlich alles. Das Einzige, was ich jetzt noch habe, ihr seht, ich habe drei Bücher, ist das hier. Das ist jetzt mehr so mein Tagebuch. Ich schreibe nicht viel Tagebuch, ich habe halt immer mal ab und zu ein paar Sätze dazu geschrieben. Jetzt möchte ich aber auch nicht jedes Mal, wenn ich zum Beispiel ein Video filme oder so, mir ganz genau überlegen müssen, wo steht was, nochmal jede Seite durchblättern, ob nicht irgendwo was zu Privates steht, das ich irgendwie nicht im Video zeigen möchte oder wenn ich ein Bild mache, das ausblurren muss oder so. Deswegen habe ich jetzt hier einfach mein extra Tagebuch. Ich schreibe da schon noch eins, das setze ich hier dazu. Aber wenn es halt irgendwas ist, wo ich denke, okay, wenn das jetzt irgendjemand anders aufmacht oder wenn ich ein Video filme, dann sollte derjenige das nicht unbedingt sehen. Und das kommt dann hier rein. Ja, und das war es eigentlich auch schon zu meinem System. Das werde ich euch natürlich nicht zeigen. Und wie gesagt, das Bücher-Insert würde ich euch zeigen. Vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche. Und heute ist mein Bullet Journal dran. Zusätzlich zu meinem neuen Bullet Journal System gibt es noch eine weitere Neuerung. Ich benutze jetzt einen neuen Stift und das ist der hier. Mir ist das mit diesem Faber Castell Pitt Artist Pen einfach ein bisschen zu teuer und den hier hatte ich mir schon länger gekauft. Das ist der, ich weiß gar nicht, wie heißt, Uniball heißt der. Das habe ich aus einem Video
ich bin mir jetzt nicht mehr sicher von wem, ich glaube es war von Elfenbeinmädchen, aber bin mir nicht sicher. Und sie benutzt den halt auch ganz gern, habe ich mir den gekauft, habe ihn auch ausprobiert, war aber nicht ganz so zufrieden. Jetzt habe ich aber gedacht, ich probiere ihn wieder aus und jetzt bin ich eigentlich voll zufrieden mit ihm, deswegen benutze ich jetzt gerade diesen Stift hier. So, fangen wir an. Hier ist mein Index, da steht noch nicht viel drin natürlich. Ich werde auch weiterhin nicht meine Wochen oder Tage reinschreiben, nur Monate und Collect. Dann haben wir hier mein Key, da ist eigentlich alles beim Alten geblieben. Das ist auch mit meinem Tombow geschrieben. Die Dinger an sich auch und das ist wieder mit meinem Uniball Pendel geschrieben. Dann ist hier mein Future Log. Das habe ich jetzt erst ab April angefangen, weil Januar, Februar und März brauche ich ja jetzt nicht mehr und habe ich auch zur Not noch in meinem alten Bullet Journal. Mit diesen komischen Strichen hier. Ich habe probiert, dass ich für jeden Monat ein bisschen Platz habe, um die Sachen daneben zu schreiben. Deswegen ist es so ein bisschen komisch, aber ich finde, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich benutze hier so ein bisschen ein Calendex-System. Ich schreibe zwar Geburtstage und so schreibe ich aus, aber wenn es jetzt einen bestimmten Termin gibt, dann schreibe ich den immer in dem Daily, also in dem Tag, wo ich diesen Termin ausmache oder wo er mir gesagt wird, schreibe ich ihn rein und schreibe dann hier nur eine kleine Box rein mit der Seitennummer, damit ich hier nicht alles reinschreiben muss. Es wird ein bisschen zu viel, auch wenn ich eigentlich nicht so viele Termine habe. Wie ihr seht, ist hier noch nirgends eine Box, sondern es sind bis jetzt nur Geburtstage reingeschrieben worden. Hier habe ich noch meinen Habit-Tracker für Sachen, die ich nicht mehrmals im Monat machen muss, sondern nur einmal im Monat oder seltener, wie zum Beispiel Fenster putzen oder so. Hier habe ich auch wieder meine Tombow Pens benutzt und zwar einmal in der Farbe 623 und in der Farbe 673. Dann habe ich hier zwei weitere Spreads. Einmal meinen perfekten Tag, den habe ich aufgeteilt in einem Tag, wo ich frei habe und in einem Tag, wo ich arbeite. Das ist einfach für mich nochmal so ein bisschen eine andere Möglichkeit, um zum Beispiel meine Morgen- und meine Abendroutine aufzuschreiben. Dann habe ich hier meinen Putzplan, einmal mit wöchentlich und monatlich. Die Zimmer, was ich da mache und Sachen, die ich regelmäßig, also eigentlich jeden Tag oder jeden zweiten Tag machen möchte und Sachen, die ich halt nicht einmal im Monat, aber schon so ab und zu machen möchte. Und hier unten habe ich meine Master-Tasks. Da habe ich nur so einen kleinen Ausschnitt, weil ich dafür eigentlich nicht so viel Platz brauche. Und hierfür habe ich jeweils die Farben 192 und 243 benutzt. Dann nochmal hier zwei weitere Spreads. Einmal meine Grocery-Liste, also meine Einkaufsliste mit Sachen, die ich eigentlich immer im Haus haben möchte. Da habe ich noch einiges am Platz, weil ich habe die gestern Abend erst gemacht und so aus dem Kopf rausgeschrieben, weil ich meinen Collections-Insert nicht neben mir hatte und so faul war aufzustehen und es zu holen. Deswegen kann sein, dass da noch was dazukommt. Und hier werde ich so die Lieblingsessen auch aufschreiben, was wir halt sehr gerne essen, damit ich, wenn mir gerade nichts einfällt, nicht extra durch meine ganzen Rezepte und so gehen muss, sondern hier nach so ein paar wichtigen Sachen gucken kann. Dann habe ich hier Movies, das sind Filme, die ich gesehen habe. Da wäre jetzt nochmal auch die Box dahinter mit der Seitenzahl an dem Tag, wo ich in dem Film war, weil ich da normalerweise ein bisschen was dazu schreibe. Die waren aber alle in meinem alten Bullet Journal, deswegen habe ich da jetzt nichts mehr dazu geschrieben. Und ich werde auch Filme aufschreiben, zum Beispiel, die ich sehen möchte, die noch rauskommen. Und wenn ich sie dann gesehen habe, kann ich hier diesen Kreis ausmalen und eben die Infos dazu schreiben. Das Einzige, was ich nicht gesehen habe, ist die Queen of Shadows TV-Serie. Die gibt es natürlich noch nicht, aber ich habe die mir schon mal aufgeschrieben, um die so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten. Dann habe ich hier Places to Wander. Das ist einfach, also wir gehen oft sonntags so ein bisschen spazieren oder wandern, wie auch immer man das nennen möchte. Und in letzter Zeit sind mir immer mehr Sachen eingefallen, wo wir früher mal waren, wo ich gern vielleicht mal wieder hin möchte oder so. Und das werde ich hier alles einfüllen, einfach um da so ein bisschen was im Kopf zu haben. Hier habe ich die Farben 062 und 873 benutzt. Und es ist super, dass man das Gelb so sieht. Ich habe das gestern Abend gemacht und das Licht war nicht mehr so toll und da hat man das Gelb kaum gesehen. Aber jetzt sieht man es. Da bin ich ziemlich glücklich darüber. Dann ist jetzt hier mein Monat. Und zwar hatte ich ja in meinem alten Bullet Journal so, dass ich den Monat einfach so runtergeschrieben habe und dann daneben die Sachen. Das finde ich auch noch echt gut, nur ich habe nicht so viel. Und wenn ich dann hier einfach einmal 1 bis 31 habe und daneben ist nur so ein kleines Wort oder eine kleine Zahl oder sonst was, das würde irgendwie voll leer aussehen und es wäre für mich auch irgendwie Platzverschwendung. Deswegen habe ich hier einfach meine Überschrift ein bisschen größer gemacht und habe mich hier für so ein richtiges Kalendersystem entschieden, wo ich auch einfach ein bisschen Platz habe, Sachen reinzuschreiben. Hier wieder dasselbe. Ich habe hier meine Arbeitszeiten, wann der Müll geleert wird
Und wenn ich sonst irgendwelche Termine oder so habe, schreibe ich die in dem Tag, wo sie auftauchen und hier dann einfach nur die Box, dass ich es übertragen kann. Dann habe ich hier meinen Habit Tracker, eigentlich auch genauso wie vorher. Ich habe ein paar Sachen weggelassen und ich bin froh, den jetzt endlich so richtig aufgeschrieben zu haben und nicht mehr eingeklappt oder sonst wie, so dass ich einfach einen guten Überblick habe und alles auf einmal sehen kann. Da bin ich echt froh drüber. Und für den Monat April ist meine Farbe die 673. Das sind auch die Farben, die ihr hier seht. Und hier von Sarasa mein Gelstift, den ich einfach für so Highlights benutze oder alles, was dünner geschrieben ist. Also zum Beispiel hier die Zahlen, die Tage und ich male das hier auch mit diesem Stift aus. Dann für die zweite Seite von meinem monatlichen Spread habe ich hier einmal meine Videos. Die habe ich natürlich zugedeckt, dass ihr nicht seht, was ich noch so vorhabe. Ich habe hier eigentlich nur meine Videos stehen. Hier, ob der Blogpost dazu vorbereitet ist, ob ich es gefilmt habe, ob ich es editiert habe und dann natürlich, wenn ich es hochgeladen habe. Ich habe hier auch ein bisschen mehr Platz gelassen, dass ich zum Beispiel auch planen kann und einfach bei Filmen schon so mit Bleistift einen Tag reinschreiben kann oder so, wann ich vorhabe, das zu filmen. Hier ist weiterhin mein TBR, also was ich lesen möchte diesen Monat. Diesen Monat sind es 7 Bücher, die ich lesen möchte, beziehungsweise ein Hörbuch und 6 Bücher. Und hier unten sind meine To-Dos für diesen Monat. Das war eigentlich auch das, was ich alles vorher schon hatte. Und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie mache ich das, weil ich möchte es eigentlich so gleich haben. Also ich wollte hier mit einer Woche anfangen. Habe ich überlegt, mache ich die Größe oder wie auch immer. Aber ich wollte nicht einfach Platz verschwenden und nur um diese Spreads größer zu machen, wenn die so eigentlich genauso sind, wie ich sie brauche. Und da ist mir eingefallen, ich könnte ja einfach meinen Meal Plan hier machen. Den habe ich jetzt teilweise wöchentlich gemacht oder gar nicht. Jetzt habe ich gedacht, ich mache ihn hier. Da habe ich ein bisschen besseren Überblick. Er ist nicht ganz ausgefüllt, weil ich weiterhin mein Essen nur planen werde von Einkauf zu Einkauf. Also es hat für mich keinen Sinn, hier einen ganzen Monat zu planen. Ja, also das ist für mich einfach nichts. Aber da ich meistens donnerstags oder freitag einkaufen gehe, plane ich sowieso in die nächste Woche. Und hier habe ich es einfach immer so geplant, wie ich es brauche, kann es dann schon reinschreiben und habe es halt hier alles auf einem Platz. Das ist für mich eigentlich ganz geschickt. Dann sind wir hier einfach in meiner ersten Woche. Das ist jetzt das erste wöchentliche Spread natürlich, das ich hier in meinem großen Bullet Journal habe. Deswegen werde ich gespannt sein, was sich daran verändert. Aber im Endeffekt ist es genau gleich geblieben wie in meinem kleinen Bullet Journal, weil ich eigentlich da alles genauso hatte, wie ich es brauchte. Ich habe hier natürlich meine Kalenderwoche, das Datum für die Woche, meine 2 Videos, die ich diese Woche filmen werde oder hochladen möchte. Hier die Tage einzeln, so mit ein bisschen Platz, um eben meine Arbeitszeiten reinzuschreiben und ein paar Aufgaben, die ich jetzt schon weiß, die ich an einem bestimmten Tag machen möchte. Genauso wie To-Dos für die Woche, die ich mir extra aufschreiben möchte. Und dann werde ich einfach anfangen, ganz normal meine Tage wieder so zu schreiben wie vorher. Nur, dass ich hier vielleicht ein bisschen rumspielen kann mit, wo ich sie hinschreibe. Das seht ihr auch hier schon mal. Ich habe nämlich hier jetzt schon den Samstag und den Sonntag reingeschrieben. Die sind eigentlich noch in meinem alten Bullet Journal, weil ich sie ja Woche für Woche mache. Aber ich habe gedacht, neues Bullet Journal, neuer Monat. Da habe ich einfach die beiden Tage noch zusätzlich reingeschrieben. Aber diese Idee hatte ich erst, als ich schon das hier angefangen hatte. Und deswegen habe ich sie hier oben reingeschrieben. Und wie ihr seht, auch nebeneinander, weil ich hier einfach den Platz hatte und gedacht habe, ich probiere es mal so und ich hoffe oder ich möchte, dass es dann einfach so aussieht, dass meine Woche, dass ich hier oben mein Wochenspread habe, wie auch immer das dann aussehen mag und hier so meine Tage verteilt. Vielleicht fange ich dann, wenn ich hier fertig bin, was weiß ich, Montag, Dienstag, je nachdem wie viel ich mache, fange ich hier dann mit dem nächsten Tag an und dann hier noch mit einem, je nachdem was ich halt schreibe. Vielleicht werde ich auch irgendwas reinmalen oder so. Das wird man dann sehen und da freue ich mich schon drauf, dass alles so ein bisschen anders zu machen und zu sehen, was daraus wird. Und das war es eigentlich auch schon mit meinem Bullet Journal für diesen Monat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sagt mir, was ihr davon haltet, von meinem neuen System, ob ihr glaubt, ich werde damit glücklich oder nicht. Und wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, was ich noch in meinem Bullet Journal reinmachen könnte oder irgendwelche Fragen an mich, dann lasst mich das gerne alles in den Kommentaren wissen. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert mich. Tschüss!